Also, herzlich willkommen zurück, liebe Leute, hier in Foundation. Ja, ich habe jetzt im Stream eine längere Redepause gehabt. Nein, keine Redepause, eine größere Ausschweifung, eine Pause noch gemacht und dann ein Disconnect eben gehabt. Jetzt sind wir wieder zurück und es geht weiter hier in Foundation. Wir hatten jetzt ja unsere Werkzeugproduktion aufgebaut. Wir haben viel Gold, wir können uns gleich das neue Territorium hier holen, sehe ich. Und dann sicherlich auch hier unsere Weizenproduktion voranbringen, um dann Mehl herzustellen und schließlich auch hier ein bisschen Brot für unsere Bewohner. So, sieht doch gut aus. Haben wir Arbeitslose. 3 Leute. Dann würde ich sagen, wir können noch ein paar neue Leute reinholen. In 3 Tagen. Und dann müssen wir mal gucken. Ah, it's good on English. Ah, okay. Thank you, Volochai. For the explanation. Ja, ich weiß ja gar nicht, Darkwalker, Gaskraftwerke bauen. Ist das jetzt überhaupt noch sinnvoll, wenn jetzt wirklich Nord Stream 2 gebaut wird? Also ich bin mir ja nicht sicher, wie das genau aufgebaut ist, aber ich könnte mir vorstellen, das wäre doch überhaupt nicht zukunftsträchtig, oder? Na gut. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich bin da in der Geschichte auch zu wenig dran. Die neuen Bewohner bauen ja keine Wohnung. Ja, ich bin mir gar nicht so sicher. Sind die jetzt wohnungslos? Kann ich das irgendwo sehen? Weil hier die Gebäude sind ja langsam, glaube ich, voll, ne? Das ist nämlich das Problem. Das hatten wir beim alten Spielstand ja dann auch irgendwann. Die Gebäude wurden nicht mehr gebaut, weil zu wenig Platz war oder weil Baum. Ich weiß es nicht genau. Also wir haben hier eine Wohnungszone festgelegt. Die kann ich jetzt leider nicht vergrößern, weil mir das Territorium noch fehlt. Dafür brauche ich erst 500 Gold, die kriege ich gerade nicht. Und es ist offenbar so, dass hier der Platz für die neuen Gebäude zu klein ist wohl. Also so interpretiere ich das jetzt, weil hier halt keine neuen Häuser entstehen, trotz der vielen neuen Bewohner. Ja, ich weiß, ich muss das ausbauen. Ich habe aber kein Geld, Valerius, immer noch. Ich brauche 500 und ich kriege partout keine 500 gerade zusammen, weil aus irgendwelchen Gründen nichts mehr gehandelt wurde gerade oder weiß der Teufel. Es geht gerade nach unten. Ist ein bisschen doof, weil wir müssen jetzt hier wirklich warten. Ich brauche unbedingt dieses Land hier, damit das hier ein wenig vergrößert wird, das Ganze. So, wir haben Brunnen fertiggestellt. Mein Gott nochmal, das sollte doch wohl jetzt mal langsam klappen, dass wir auf 500 kommen, ne? Ja, das ist halt, wenn man laufende Kosten hat, das geht halt laufend rauf und runter. Und es wird ja nicht laufend gehandelt, sondern nur, wenn jemand zum Handeln da ist. Also die 25 Handel habe ich vielleicht vor 2 Monaten gerade gehabt oder so, keine Ahnung. Und jetzt halt nicht mehr, ne? Deswegen dauert das so ewig. Da würde ich aber sagen, dass wir jetzt die Einwanderung erstmal aussetzen nach dem nächsten Tick. Und dann verkaufen wir einfach mal mehr Nahrung noch. Wir haben nämlich sehr viel davon. Verkaufen das bis zu einem Wert von 30, würde ich sagen. So, Steine, Bretter bis zum Wert von 20, würde ich sagen auch. Okay. Werkzeuge brauchen wir jetzt gar nicht mehr verkaufen, einkaufen. Ja, ich glaube, das ist erstmal okay. Tja, und mit Brot können wir dann Davenport noch mit reinholen in den Handel. Das ist natürlich praktisch. Mal gucken. Wir kommen hier nicht auf 500, ne? Ja, aber ich brauche genau 500 und die habe ich nicht, damit ich mir das hier kaufen kann. Ich klicke hier, aber ich kann das nicht holen. Das geht erst, wenn ich genau 500 oder mehr habe. Und die habe ich leider nicht. Deswegen ist das gerade ein bisschen frustrierend, weil ich hier warte. Aber hier poschiert nichts. Außerdem scheint es jetzt auch so zu sein, dass wir zu viele Dorfbewohner für zu wenig Glauben haben. Also irgendwie müsste ich wahrscheinlich auch nochmal die Kirche ausbauen. Jetzt habe ich 500. Haha! Jetzt habe ich das Territorium und jetzt können wir
Wo war das? Hier mit diesem Malerwerkzeug, glaube ich. Genau, jetzt kann ich hier das Wohngebiet. Ja, die Attraktivität ist nur hier durchschnittlich. Also, wie stellen die sich das denn vor? Ich gucke mal kurz. Attraktivität, warte mal. Tja. Hier drüben wäre die noch ganz gut. Aber das hilft mir ja auch nichts. Weil... Ja, hilft ja nichts. Da müssen wir eben das nach hier erweitern, wo es ebenfalls niedrig ist, die Attraktivität. Das ist halt so. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Müssen sie halt gucken, wo sie hier hinbauen. Jedenfalls sollte das doch wohl hier ordentlich Platz für neue Häuser geben. Oh, nee, das wollte ich nicht. So, dann schauen wir mal, ob sich jetzt neue Häuser hier von selbst errichten oder ob das jetzt schwierig ist, weil die Attraktivität zu niedrig ist. Weil ich weiß nicht, wie ich die Attraktivität hochbekomme, wenn ich ehrlich bin. So, was wir aber auch machen müssen, wir müssten eigentlich die Kirche erweitern. Könnte man sich hier so ein Ding dran bauen. Das sieht natürlich auch echt abgefahren aus. Ich meine, eine Dorfkirche mit so einem riesen Anbau ist doch eigentlich auch keine Dorfkirche mehr, oder? Das finde ich irgendwie strange. Also ich weiß nicht, ob ich das will. Könnte man... Ach, hier eine Erweiterung gibt es unten noch. Die habe ich völlig übersehen. Steinerweiterung. Ja, das wäre natürlich noch was anderes. Das sieht schon noch ein bisschen kleiner aus. Anstatt dieses riesen Hauptgebäude hier. Oder so eine Erweiterung, ne? So was Kleines, das, so was Dezentes irgendwie. Das fände ich dann schon ein bisschen besser, ehrlich gesagt. So zum Beispiel könnte man was machen. Vielleicht einen Markt oder sowas dahin bauen, ja. Das könnte man versuchen, ne? Wir haben ja hier den Marktstand stehen. Der steht ja hier wirklich auch total doof, meiner Meinung nach inzwischen. Kriege ich den eigentlich irgendwie... Kann ich den irgendwie verschieben? Moment mal, hier steht ja unten was. Beim Bau. Drehen, Gebäudeteil platzieren. Windmühle wurde übrigens fertiggestellt, sehr gut. Löschen, vergrößern, verkleinern, drehen, platzieren und Auswahl beibehalten. Nee. Ja, zerstören und löschen, ne? Das ist natürlich schön. Ich kann einfach einen zweiten machen, ja klar. Zu weit weg. Also das geht hier hinten nicht. Ich muss offenbar das Ding... Hä? Zu weit weg? Von was denn? Benötigt Holz, Marktstand. Ich versuche den mal neu zu bauen. Wartet mal. Aha, hier Marktplatz. Kann ich ja hier theoretisch auch hier hin bauen, ne? Und dann Lebensmittelstand. Warum zeigt er mir hier Attraktivität an? Zu weit weg von wovon? Ja, das ist irgendwie... So. So ein Markt funktioniert prima als Meinungsverstärker. Ja, irgendwie schon, ne? So, hier könnten wir einen hinstellen. Wir machen das jetzt einfach mal. Baubeginn, bitte. Dann müssen wir mal gucken, ob das was ändert oder ob wir den Markt hier sogar ganz weglöschen und den hier nur stehen lassen. Vielleicht erhöht das die Beliebtheit. Das weiß ich ja leider auch nicht. So, was machen wir hier? Wir könnten ja noch weitere Gebäudeteile anbauen schon mal. Ein rotes Zelt.
Haben wir eigentlich 5 Stoffe? Ich glaube ja, ne? Haben wir Stoffe? Warenmarkt? 5 haben wir noch. Wir könnten auch hier eine richtig schöne Verschönerung dabei bauen. Erstmal ein Schild für einen Lebensmittelstand. Das finde ich auch gut. Zaun weiß ich jetzt nicht. Rotes Zelt, blaues Zelt, grünes Zelt. Das kann man hier so richtig schön drüber bauen, ne? Cool. Nice. Machen wir das mal so. Bin mal gespannt. Vielleicht erhöht das hier die Attraktivität und dann werden hier Häuser hingebaut. Ich habe keine Ahnung, wie das exakt hier funktioniert. Ich hoffe es. Weil dieser Marktstand hier, der ist wirklich total... Also neben dem Holzfällerlager und dem Speicher, ich weiß ja nicht. Das ist alles ein bisschen komisch positioniert worden von mir. Auch die Sammlerhütte hier müsste ganz woanders hin. Ich glaube, die müsste ich auch nochmal irgendwie umstellen. Die ist hier auch viel zu nah an den Häusern dran, meiner Meinung nach. Produktion anhalten. Ja, ich mache das mal kaputt, das Gebäude, und baue das einfach nochmal neu. Die Sammlerhütte, und baue die dann einfach hinter den Brunnen noch eine dritte hin und fertig, genau. So. Ja, dann ist jetzt inzwischen die Mühle fertig geworden, aber ohne Dorfbewohner. Ach so, wir sollen erstmal in der Farm eine Anbaufläche festlegen. Ein Erntefeld einzeichnen. Ach so, und das geht hier sehr gut. Direkt. Da habe ich jetzt die Mühle natürlich doof hingesetzt. Aber ja, man kann daraus ein einigermaßen gutes Feldlein machen. Gar nicht mal schlecht, oder? So, die Farm wächst. Sehr gut. Dann wird das jetzt hier angebaut, glaube ich. Wir brauchen ja noch Bauern. Wie viele Arbeitslose haben wir gerade? 4. 2. Dann geben wir doch mal gleich 3 Bauern her. Es sind immer noch Leute arbeitslos. Ach ja, gut, die Sammler jetzt wahrscheinlich. Die müssen ja gleich nochmal neue Arbeit aufnehmen. So, die Mühle hat 2 Müller, aber die brauchen wir jetzt noch nicht, weil wir noch nicht mal Weizen haben. Dafür ist aber die Bäckerei fertig. Na gut, dann steht die halt. Auch nicht schlimm, macht ja nichts. Okay. Was habt ihr mit Panzern? Ich habe erst Mark 1 gelesen und dachte mir, was will er mit einem WK1-Panzer? Attraktive Panzer, genau. Ganz genau. So. Der Marktstand steht hier. Da ist aber noch kein Mitarbeiter da. Dann... geht Erpelsander hier raus. Und wir werden jetzt mal die Dinger hier weglöschen. Und hier werden wir auch wieder Beeren anbieten. Das dauert jetzt alles wieder seine Zeit, aber das macht ja nichts. Also denke ich mal, dass es nichts macht. So. Wo habe ich denn jetzt diese Farbzuordnung hier gehabt? Hier, ne? Genau. Mal gucken, ob sich das auf Dauer ändert, aber ich will das jetzt nicht laufend als Farbe hier drin haben. So, ja, die Produktion mit Köhler, Eisenschmelze und Schmiede, die läuft absolut rund. Das ist echt sehr schön. So, man könnte sogar argumentieren, dass man jetzt eventuell was... Naja, man kann ja, glaube ich, nur das verkaufen, was die Nachbarstädte haben wollen, ne? Meine ich. Das wäre so. Okay, dann haben wir Steine, Bretter, Beeren und Wein oder was das ist. Da wir aber Wein nicht haben, Beeren verkaufen wir schon, Bretter auch und Steine auch. Ja, mehr geht auch nicht. So. Haben wir die Erweiterung hier jetzt eigentlich nicht bestätigt? Nö, ne? Da waren wir jetzt irgendwie drüber hinweggekommen. Schlaubi Schlumpf.
Tja, was machen wir jetzt? Machen wir hier... Das sieht auch reichlich komisch aus. Holzerweiterung kann man auch machen hier. Die Frage ist ja, bringt das quasi die Möglichkeit, dass die Dorfbewohner ihren Glauben besser befriedigen können, wenn ich das Gebäude erweitere? Funktioniert das so? Das bringt mir ja ziemlich hohe Wartungskosten ein. Ich weiß es nicht, liebe Leute, ich weiß es nicht. Ich mach das mal. Ich mache ja so eine Holzerweiterung. Die ist ja recht günstig. Naja, gut, im Unterhalt nicht. Aber schauen wir einfach mal, ob das überhaupt was bringt langfristig. So. Wieso werden die Sachen nicht gebaut? Bau beginnen, bitte. Ah, okay. Deswegen wurden die nicht gebaut. Weil ich wieder den Knopf nicht gedrückt habe. Oh, Mann. So, das bitte priorisieren, das soll schnell fertig werden. Ich bin mir halt nicht sicher, ich habe den Verdacht, dass die Häuser nicht mehr weitergebaut werden, weil hier das Terrain zu uneben ist. Was ist das hier? Eine Werkstatt vom Baumeister. Mann, die steht da eigentlich auch total doof inzwischen. Aber die Wohngebietsattraktivität, die ist hier wirklich hoch. Also, das haben wir schon nicht ganz so schlecht zugewiesen. Ein Mönch kommt für eine Audienz. Okay. Was will er denn? Ach, der steht hier wieder in der Mitte. Wir können wieder Werkzeuge liefern für den Einfluss. Aber ich will das momentan für mich behalten. Möchte das gerade nicht machen. So, das mit dem... Aha, die ernten bereits. Man sieht aber nicht, was sie angebaut haben. Status der Farm ernten. Okay. Läuft das jetzt? Also ich habe das Feld ja eingezeichnet. Das ist ja okay. Dann macht er das aber auch bitte selbstständig, ne? Die drei. Die ernten Gras, die Schlawiner. Ja, genau. Du musst dich kurz mitteilen, Let's Play History. Gerade hat ein einziger Kavallerieangriff mit mehreren Flankenangriffen in der Verfolgung Richards Trennrum zerlegt. 63 zu 59. Uff. Sind Arbeiter in der neuen Sammlerhütte. Ich gucke mal. Normalerweise ja. Ich versuche mal noch einen dritten zuzuweisen. Weil ihr seht schon, hier mit dem Bären ist auch gerade schwach. Uiuiui, jetzt wird es hier doch eng. Das geht ruckzuck. Und wir haben gerade hohe Ausgaben im Vergleich zu den Einnahmen. Es sieht hier geldtechnisch gerade nicht so gut aus. Die Leute sind unzufrieden, weil es an Nahrung mangelt. Ja, du, das liegt jetzt an dem verspäteten Marktstand. Das wird aber gleich besser werden, hoffe ich, denke ich. Hier. So, wir haben jetzt hier einen wunderschön gestalteten Marktplatz. Also wenn jetzt die Beliebtheit des Wohnbereichs nicht hochgeht. Ich befürchte halt, dass sie halt hier am Berg nicht bauen können und dass deswegen das Ding hier total im Weg ist. Weg, Baumeister, raus. Strategie-Nerd, für dich haben wir noch was anderes gleich. Ja, wir können ja hier eine Baumeisterwerkstatt auch woanders hinbauen. Das ist ja jetzt ja wirklich... ansonsten ziemlich unpraktisch platziert worden von mir. Wäre es mit... Hier. Baubeginn. Ich glaube, die wird ja sofort dahingestellt. So. Das ist Erpelsander, ein Baumeister. Wie sieht's denn aus, arbeitstechnisch? Okay, ganz gut eigentlich. Das Zentrum. Ich wollte schon sagen, was ist denn das Trennrum? War das jetzt ein Begriff, oder? Richards Zentrum zerlegt, okay. Tja.
Hast du denn die Kavallerie geführt oder war der Gegner der mit der Kavallerie? Das ist jetzt ja sehr wichtig zur Einordnung. Wer da nun wen geprügelt hat. Was macht Valerius und seine Soldaten? Ja, die stehen hier nur noch rum, ne? Müssen wir auch mal... Aus irgendwelchen Gründen ist Luca immer noch verwundet. Also das verstehe ich nicht, dass die so lange brauchen, um wieder zu gesunden. Das ist ja fast wie im echten Leben. Das ist ja eine Frechheit, sowas hier. Arbeitet für mich, Sklaven. Werdet gefälligst gesund. Dann schicke ich euch jetzt einfach auf die Mission verwundet. Mir doch egal. Dann machen wir das jetzt einfach mal hier. Wir waren so lange nicht mehr unterwegs. Ja, wir entsenden Truppen. Akzeptierte Mission. Wir können ja alle bis auf Luca dahin schicken. Und mal gucken, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass es klappt. Mit Valerius durchschnittlich. Da will ich jetzt aber auch ein gutes Ergebnis, Valerius, ne? Also, mal schauen. Die vier gehen jetzt los. Der Verletzte bleibt zurück. Ich nicht. Ich nicht, sagt er. Meinst du, das ist ein Simulant? Oh, ja, das kann sein. So, mal gucken. Da unten laufen sie ja überall rum. Die müssten sich jetzt eigentlich bald auf den Weg machen. Hier, guck mal, da marschieren sie. Robertin oder Robertin. Valerius, da bist du. Hier, du bist der ganz hinten marschiert. Da marschieren die vier los. Ja, jetzt musst du abliefern, genau. Jetzt wird verlangt. So, wir machen Minus. Das ist ja blöd. Ja. Wir handeln gerade auch nicht. Irgendwie ist das alles sehr, sehr ungünstig gelaufen für uns irgendwie. Eigentlich haben wir doch sonst auch immer eingehandelt. Was ist denn hier los? Ist gerade alles so ein bisschen den Bach runtergelaufen, habe ich so das Gefühl. Leuten mangelt es an Nahrung, aber das kann doch jetzt gar nicht mehr sein. Warum sind hier keine Beeren drin? Osning, was ist da los? Warum? Wir haben nur noch 5 Beeren? Ach, die werden gerade transportiert. Okay, never mind. Never mind. Die wurden gerade alle dahin transportiert. Jetzt haben wir 12. Irgendwie haben wir auch gerade Nahrungsknappheit, habe ich so das Gefühl. Obwohl alle am Sammeln sind hier in 3 Stationen. Also mehr Bären sammeln ist eigentlich schon fast nicht mehr möglich. Ja, dann ist ja klar, dass die hier unzufrieden werden, wenn die dann keine Nahrung rechtzeitig bekommen. Jetzt haben wir hier 9. Was wir aber schon mal machen könnten, wir könnten einen neuen Marktstand bauen und da schon mal für Brot sorgen. Auch wenn wir das noch nicht genau haben, aber das bekommen wir dann ja bald. Nee, halt. Das muss andersrum, dann steht sonst die Marktfrau mit dem Rücken zu den Kunden. Das geht ja gar nicht. So, Lebensmittel. Dann machen wir noch eine Sitzbank daneben für Leute zum Hinsetzen und beginnen das Ganze. Okay. Dann können wir dort Brot reinbringen. Ruhephase. Jetzt haben wir hier natürlich noch keine Bewohner in der Mühle. Ich hoffe, die können jetzt anfangen. Haben wir schon Weizen? Uiuiui, jetzt wird es hier komplex. Hier sagt er mir nichts von Weizen. Können wir hier einlagern? Dann brauche ich aber wieder einen Träger. Jetzt habe ich schon wieder keinen Dorfbewohner mehr, ne? Hm. Mehl und Weizen sollen hier bitte auch rein. Obwohl, eigentlich ja nicht. Eigentlich ja nicht. Und Bäcker bräuchten wir dann ja auch noch. Habe ich einen Priester in der Kirche? Ja, den brauchen wir offenbar nicht. Also... So, ich mache mal Einwanderung wieder an, damit es hier überhaupt mal wieder vorangeht. Jetzt machen wir ein bisschen Plus. Wir haben wieder gehandelt. Okay, dann sieht es schon wieder etwas besser aus. Nee, Priester gibt es irgendwie nicht im Gebäude hier. Gibt nur einen Turm mit einer kleinen Glocke. Aber sonst irgendwie gibt es hier nichts. Glaubenstreue. 20 von 20. Heißt das, wir hätten hier eigentlich schon eine viel größere Kirche gebraucht? Ist das der Grund, warum es hier 13 Dorfbewohnern an Glauben mangelt? 4 Dorfbewohnern? Eine kleine ländliche Kirche.
Aber ich habe noch nichts freigeschaltet in die Richtung. Es gibt nur die Dorfkirche hier bislang. Bin ich jetzt auch überfragt, ehrlich gesagt. Leute, mal die Glocken. Ja, das habe ich eben schon gemacht. Das war, glaube ich, leise. Genau, Orko. Deswegen habe ich ja auch gesagt, ich baue das hier ran. Aber irgendwie wird dieser Anbau... Oh, habe ich wieder nicht auf Baubeginn geklickt. Oh nein, das ist schon das dritte Mal jetzt. Vielleicht ein kleines Schiff am Bauen. Ja, genau, das habe ich ja schon gemacht, aber ich hatte vergessen, auf Baubeginn zu klicken. Oh Leute, ey. So, hier wird gesät. Okay, also irgendwas passiert hier, aber so richtig viel auch noch nicht. Ein neuer Dorfbewohner. Du wirst gleich ein Bäcker. Malakweiß. Sag mal, ist Let's Play History eigentlich hier schon bei den Dorfbewohnern verewigt worden? Glaubt nicht, ne? Dich darf ich doch sicherlich auch in den Kreis der Dorfbewohner aufnehmen, oder? Dann werde ich den Malakweiß nämlich mal umbenennen in Let's Play History. Wie wäre das? Bestimmt eine tolle Idee. Welch eine Ehre, ja. Ja, ich nehme eigentlich jeden Stream-Zuschauer auf, der nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Ah, guckt mal, die gehen jetzt erst los und säen ein. Die haben noch nicht mal angefangen. So lange dauert das also, okay. Guck mal, jetzt säen die aus. Ach, wie schön. Das ist ja klasse. Er nimmt jeden. Ja, genau. Welch eine Ehre. So ist das nun mal. Ja, dann wird das jetzt eh dauern, bis wir hier Brot produzieren. Aber es ist schon mal unterwegs, sozusagen. So, dann gibt es hier halt Brot. Nee, falsch. Das ist ja die andere Station. Hier gibt es das. Ungenutzt. Hier gibt es Brot. Und einen Dorfbewohner, bitte. So, Soldaten sind im Ausland. Ist quasi wie Afghanistan, Auslandseinsatz oder so, keine Ahnung. Oh Mann. So, ja, das sieht doch jetzt schon mal eher nach Erntefeld aus. Nach Weizenfeld. Auch wenn das komisch ist, dass das Gras immer noch dazwischen wächst, aber okay. Zwei Müller haben wir hier, wir haben auch schon einen Bäcker, Let's Play History. Also sollte das bald funktionieren. Hier drüben ist noch die Steinmetzhütte, die produziert auch. Lecker Fleischbrötchen. Naja, so, hier wird jetzt dieses kleine Minischiff angebaut. Mal gucken, also das wird ja jetzt hier so eine Fünfergröße geben. Ich weiß aber leider nicht genau, für wie viele Dorfbewohner das dann quasi Glauben zur Verfügung stellt. Ich glaube, das kriegen wir dann hier angezeigt, wie viel Kapazität das dann hat. So hoffe ich zumindest. Schauen wir uns das gleich mal an, wenn er fertig ist. Backe, backe, Kuchen. So. Die sehen ja wirklich ulkig aus hier. So, fertig. 25, ja, ihr hattet recht, anbauen ist also angesagt. Und genau, und die, ja, und vier Dorfbewohner kamen zuletzt nicht dazu, sich Glauben quasi abzuholen. Ja, deswegen, also wir gucken mal, ob das reicht. Langfristig wird das immer noch zu wenig sein. Aber vielleicht reicht das zwischenzeitlich jetzt erstmal an Glaubensbefriedigung. Das klingt irgendwie falsch, aber wieder aus. Ja, ist schön, den Leuten beim Bauen zuzugucken. Das finde ich auch. Ist echt toll. So, was ist hier los? Hier ist keiner am Marktstand. Was ist das denn? Es wird trotzdem eingekauft. Das ist interessant. Obwohl die Leute nicht da sind. Na denn. So. Ja, aber das mit den Beeren ist wirklich, wirklich nicht sehr viel. Da waren wir mal besser aufgestellt. Ich glaube, durch die ganzen neuen Dorfbewohner ist das jetzt hier knapp geworden.
Aber ich kann doch nicht noch mehr Sammlerhütten hier besetzen. Ja, Orko, das stimmt zwar mit dem Brot, aber wir haben ja 11 oder 10, 9 Brot in Reserve. 8. Weil wir das mal bekommen hatten durch, glaube ich, den einen Militäreinsatz. Das heißt, sie können sich das jetzt auch genehmigen, dann können sie wenigstens schon mal hier ihr Bedürfnis erfüllen. Das ist ja auch schon mal gut. Jetzt allerdings wird das bald leer sein, das Brot. Naja, dann gibt es hier halt eine kleine Verzögerung, mein Gott. So, derzeit wächst das Ganze, das Weizenfeld. Ja, mal gucken, bald wird es hier geschäftig werden. Schönes, altes, hartes Brot. Ja genau, das liegt da schon ein halbes Jahr oder so. Da kannst du jetzt Leute mit erschlagen. Ah, super. Naja. Ja, also mit diesem Bau, Wohnbaudingen hier, das scheint nicht zu klappen mit neuen Gebäuden. Aber warte mal, wir haben 12, 18, 24, 30, 36, das sind auch 6. Ja, wir haben nur 42 Wohnplätze. Was machen denn die anderen? Ach, ich glaube tatsächlich, die Neuankömmlinge, brauchen die keinen Wohnplatz? Ich glaube, das war so. Erst die Leibeigenen brauchen, glaube ich, welchen, ne? Aber wie werte ich jetzt verdammt nochmal die Neulinge zu Leibeigenen auf? Stopp, halt, anhalten. So, wie kriege ich jetzt die Neuankömmlinge zu Leibeigenen aufgewertet? Das ging doch früher. Ich bin mir ziemlich sicher auch über diesen Bildschirm. Wo kann ich die jetzt aufwerten hier? Ja, Valerius, das wäre lieb, wenn du das mal googeln könntest, weil ich bin jetzt hier schon 2 Stunden im Spiel, es ist nicht einer aufgewertet worden und ich weiß, man musste das aktiv irgendwie machen. Aber ich glaube, ich habe ja auch in der Einführung nicht ein Kapitel zu, ne? Häuser bauen, Zufriedenheit erhöhen. Ja, wenn ihr den Leibeigenen befördert, müsst ihr die Attraktivität erhöhen, damit die Gebäude ausgebaut werden können. Okay. Ah, der rote Kreis zeigt an, dass die Attraktivität gesenkt wird. Der grüne Kreis, dass sie erhöht wird bei Gebäuden. Okay. Und in der Nähe von Arbeitsstätten soll das liegen. Naja, okay. Aber wie kann ich die denn aufwerten, die Leute? Dorfbewohner anlocken, weiß ich auch alles, wie das geht. Was ist denn jetzt los? Muss wieder was... Ach, wegen kennengelernt hat das zurückgehalten, die Nachricht. Wow. Da war ein Typo drin, okay. Wenn Sie Brot von heute wollen, müssen Sie halt nächste Woche wiederkommen. Die Würmer darin gibt es umsonst dazu. So, Prunk, Handel, Handel. Es steht da ums Verrecken nicht drin, wie ich die Dorfbewohner aufwerte. Obwohl das so eine wichtige Mechanik ist, das finde ich rätselhaft. Und ich weiß, in irgendeinem Menü ging das. War das bei den Häusern? Nee, das kann ja nicht sein. Häuser, da gehen ja nur die rein, die sowieso schon Leibeigene sind. Aber wie kriege ich die jetzt zu Leibeigenen aufgewertet? Wenn nicht über die Dorfbewohnerliste zum Beispiel. Name, ich kann die sortieren, aber how? Hier kann ich nur den Dorfnamen ändern. 2 haben sich entschieden zu bleiben. Aber was war das? Ja, ich bin am Rätseln, ehrlich. Ich weiß es nicht mehr. Beziehungsweise ich habe auch keine
Ich finde die Optionen nicht. Wo soll das denn noch sein? Also hier bei Warenliste ja wohl eher weniger, will ich hoffen. Hier oben ist nur eine Anzeige. Boah, bin ich froh, wenn die das UI überarbeitet haben. Das ist echt... Das ist wirklich finicky manchmal. Richtig fisselig. Grenzen Territorium anzeigen nutzt mir da auch nichts. Das ist schön, aber... Tja, Hilfe ist Hilfe. Speichern kann ich auch zwischendurch. Errungenschaften, das sind ja andere Sachen hier. Haupten Desktop. Handel, Nachbarstädte, Handelswaren. Okay, alles gut. Militärverwalter, Territorium... Stände. Da steht übrigens drin, wenn ich das und das erreicht habe, kann ich das mal irgendwann in 1000 Jahren freischalten. Könnte ich jetzt auch, wenn ich denn mal Leibeigene hätte. Hier kann ich nur bauen, hier kann ich Gebiete einteilen. Also... Bei einem Let's Play, was ich gerade gesehen habe, kommt so eine Anzeige, wo gesagt wird, dass man Neuankömmlinge befördern kann. Da kam so ein Bote, der das als Nachricht mitbringt. Hä? Warte mal, oder kann ich hier irgendwie ins Dorfzentrum klicken? Nee, kleines Warenlager. Da kann ich ja auch nichts machen. Ja, aber wieso kommt denn dann kein Bote mehr? Was ist denn da los? Hä? Oder war das über das Herrenhaus? War das vielleicht eine Geschichte in allgemein? Nee. Lest euch mal den Text durch. Ich hab's gerade schon kurz gemacht. Ich gieß mir noch einen ein. Oh Mann. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich brauche eine große Halle. Und die hatten wir ja verändert zum Vogtbüro. Ah. So, ich muss jetzt mal kurz das wieder hochziehen. Erweiterung hat keine Funktion. Dann machen wir das jetzt zur Schatzkammer und das wird zur großen Halle. Ja. Einmal mit Profis, ne? Gut, dass ich mir das nicht gemerkt hatte. Ja, und da können wir wieder ein Vogtbüro reinhauen. Das wird jetzt mal Zockergamerin. Habe ich jetzt einfach mal gesagt. Die könnte mit einem Mandat ein Mineralvorkommen erkunden. Hier hinten. So. Alles klar. So, jetzt aber die Frage. Ermöglicht es euch, die Dorfbewohner zu einem höheren Rang zu befördern? Wo ging denn das jetzt? Wahrscheinlich ist das dann wirklich mit einem Gesandten irgendwie, ne? Ja, passt schon. Ich kann jetzt bei Discord nicht reingucken, Valero. Es ist nicht so schlimm. Wir kriegen das jetzt schon gebacken. Weil ich glaube, das ist jetzt irgendeine Aktion, die irgendwann kommt oder so. Meine ich zumindest. Oder ein Gesandter, der sich hier vorne hinstellt, weil wir jetzt die große Halle haben. Das müsste jetzt eigentlich klappen. Dann steht das hier bestimmt bei dem Herrenhaus drin oder so, ne? Oder? Wo steht das drin? Nö. Sehr komisch. Du hast es gesendet. Ja, das ist gut, aber ich kann jetzt hier schlecht nebenher Discord noch aufmachen. Also irgendwie muss das passieren. Es kann natürlich sein, dass das jetzt getimed wird, also dass das erst nach einer gewissen Zeit kommt. Ich guck's mir jetzt gerade mal an. Danke dir schon mal. Beförderung verfügbar kommt dann nämlich. Genau, und dann kann man die Leute befördern. Ja, genau. Aber das wird natürlich jetzt noch dauern.
Das wird natürlich dauern, ne? Bis wir die Nachricht kriegen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Aber dann haben wir auf jeden Fall mehr Optionen hier und können endlich mal weiterkommen. So, hast du hier noch was? Nö, du hast jetzt kein Brot mehr. Ups. Na gut, aber es ist ja schon sehr gut am Wachsen, das Weizen. Und dann wird es in der Mühle zu Mehl verarbeitet und dann kommt der Bäcker endlich ins Spiel. Er darf Let's Play History endlich mal Brot backen. Okay. So, die Gläubigen können jetzt auch mehr in die Kirche rein. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Angeblich mangelt es ihnen immer noch, aber ich glaube, das tickt jetzt einfach runter, der Wert. Ja, ich glaube, das braucht seine Zeit. Klatscht in die mehligen Hände. Genau. So, der kann doch eigentlich auch mal einen Stand kriegen. Ach nee, kann er ja nicht, weil wir gar keinen Stoff aktuell mehr haben. Das müssen wir auch noch aufbauen, die Produktion. Dafür kriegt er hier coole Fässer neben sich. Bitte sehr. Baubeginn. Ups. So, Valerius. Ich hoffe, ich sterbe nicht bei dieser Mission als Soldat. Ja, das hoffe ich auch. Dreimal befördert, aber nie weit genug. So. Erntet ihr bald ab? Na, noch wächst es. Es braucht wohl eine ganze Zeit. Naja, wie in echt. Es dauert alles seine Zeit. Wie sieht es denn überhaupt aus? Wir haben nur 18 Leibeigene, aber so viele... Ach so, jetzt sind doch nicht mehr so viele Leute in den Wohnhäusern. Sind hier welche gestorben? Hier sind nur noch 3 drin. Ja, da sind teilweise wieder welche raus. Also irgendwo muss es da... Entweder sind Leute verstorben oder weggezogen. Ich weiß es nicht. Es gab irgendwie... Gab es Schwund. Wann ist der nächste Foundation-Stream? Wahrscheinlich 3 Wochen müsste der sein. Ich habe es aber noch nicht genau terminiert, weil nächste Woche sind wir wieder mit CK3 unterwegs und übernächste Woche sollte dann eigentlich Pendragon wieder dran sein. Von daher müsste es in 3 Wochen weitergehen mit Foundation, wenn alles soweit bestehen bleibt. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Mach's gut. Tschüss. Schön, dass du reingeschaut hast. So. Aha, es wird geerntet. Na endlich. Das Weizen wird geerntet. Da arbeiten sie mit der Sense. Krass. Kann man sich stundenlang angucken. Jetzt wird schön geerntet. Wunderbar, das Ganze. So, das sieht auch jetzt alles wieder ganz okayisch aus. Die Leute sind zufrieden. Es hat ihnen an Glauben gemangelt, aber ich glaube, jetzt können genug Leute ins Gebäude gleichzeitig rein, dass sie ihr Bedürfnis quasi aktiv befriedigen können. Himmlisch, himmlisch. Wunderbar. So, die sind zu dritt im Holzfällerlager. Ja, auch da müsste man eigentlich mal einen freien Dorfbewohner noch dazu packen, eine dritte Person. Haben wir immer noch Arbeitslose? Ja, hier war irgendwo einer arbeitslos. Matteo. Aber viel mehr auch nicht. Also wir könnten schon noch ein paar neue Bewohner vertragen. Mal sehen, mal sehen. So, die Minenarbeiter, die Bergmänner oder Bergfrauen sind hier auch unterwegs. So, meine Stimme macht einen Abgang. So. Die Soldaten, wohnen die nicht mehr in ihren Häusern? Weiß ich gar nicht. Ja, ich denke doch schon, oder? Die Frage ist, ob die Soldaten überhaupt in Häusern gewohnt haben. Es kann ja sein, dass das alles Novizen waren. Oder es kann sein, dass die gar nicht in Häusern wohnen, sondern in diesem Bergfried quasi beheimatet sind, denn das Spiel unterscheidet ja Dorfbewohner und Soldaten. Und die Dorfbewohner werden hier zwar untergebracht irgendwann in Häusern, aber ich glaube, die Soldaten nicht.
Ich glaube, die haben dann tatsächlich nur hier das als Wohn- und Arbeitsplatz, den Bergfried. Vermute ich mal. Ich weiß es auch nicht genau. So. Neue Bären sind da. Oh, jetzt ist einer reingelaufen. Let's Play History hat, glaube ich, Mehl und Wasser geholt. Oder? Vier Dorfbewohner haben sich entschieden, sich bei uns niederzulassen. Und es wird weiter geerntet. Sehr gut. Eine neue Militärmission ist verfügbar. Naja, aber wir... Haben wir noch keine Mission akzeptiert? Doch, haben wir doch. Wo sind die denn? Akzeptierte Mission, ist gar nichts los. Das ist ja komisch. Ich hoffe, die kommen jetzt auch noch wieder. Ach, hier. Nein! Nein! Oh nein, sie wurden geschlagen. Nein, die sind gestorben. Sankeline, Cecilia, Robertin und Valerius. Nein! Tja, eine Schweigeminute für unsere Gefallenen. Ich will wieder als Soldat leben. Ja, ich habe jetzt schon extra einen vierten Grabstein in Auftrag gegeben, weil es waren ja vier Verstorbene. So können wir immerhin auch visuell quasi genau nachschauen, wer überall auf Einsätzen verstorben ist oder so. So, die Mühle arbeitet. Man sieht's, das Rad dreht sich. Ach, wie schön. Das Windrad dreht sich. Und dann kann auch hier Let's Play History bald Brot backen. Er hat auch schon 8 produziert, wie es hier drin steht. Toll. So, Dorfkirche ist fertiggestellt, aka der vierte Grabstein. Ja, Valerius der Zweite, neuer Name. Ja, klar, können wir gleich machen. Ne, warum nicht? Frage ist... Ah, hier, Matteo zum Beispiel. Der ist jetzt Valerius der Zweite. Möchtest du denn wieder Soldat werden, Valerius? Das könnte man ja einrichten. Oder? Ich glaube, dann muss ich da aber... Ich gucke mal, ob ich das... Kann ich das irgendwie so einrichten, dass ich einen bestimmten Bewohner nehme? Nee, da kann ich jetzt andere nehmen. Nur Arbeitslose. Ach, da ist er, Valerius. Dann nehme ich die anderen wieder raus. Obwohl, eigentlich brauchen wir die auch. Wir lassen es mal bei den 5. Das Problem ist aber, dass wir denen jetzt keine Waffen geben können. Denn doch, wir haben wieder 4. Ich weiß gar nicht, wo wir die Waffen immer hernehmen. Produziert habe ich sie nicht, aber okay. Aber so schnell schicke ich jetzt erstmal keine raus. Echt, man kann Trainingspuppen bauen? Ist das ein Ding? Ach, guck mal, was ich hier alle bauen kann. Türen, allgemein. Trainingspuppe, aber die brauchen Stoff. Ich habe keinen Stoff. Mist. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich noch sehr doof. Aber das können wir machen. Das ist jetzt doof, aber wir werden das noch in den Griff kriegen. Wir haben jetzt erstmal die Nahrung hier in den Griff bekommen, denke ich mal. Und als nächstes werden wir dann mal gucken. Ja, wir müssten eigentlich noch ein neues Territorium uns anschließen und dort und dort müssten wir dann eigentlich schauen, dass wir... Das ist alles so bergig hier, ne?
hier vielleicht das Land, dass wir dort dann Stoffproduktion und Kleidungsproduktion anbahnen. Ich glaube, das wäre so das nächste, der nächste Schritt. Ja, ich glaube, so machen wir das. Okay. Den Stoff brauchen wir jetzt auch schon für viele kleine Nebengebäude und Anbauten etc. So, gut. Desteo unterstützt jetzt Let's Play History hier noch beim Backen. Hier wird das Brot dann entsprechend verteilt. Aber ich glaube, jetzt braucht der Osning hier eigentlich noch einen Kollegen. Und er hat keinen mehr, wie immer. Weil mit den ganzen Waren, ich glaube, da wird er langsam als Einzelträger ein bisschen überfordert sein. Ich glaube, ich nehme Bavarian mal raus als Holzfäller. Ach, der ist jetzt schon als arbeitslos. Oder sie ist jetzt schon als arbeitslos gelistet. Aber dann, ja, dann darf sie hier Trägerin werden. Okay, cool. Dann läuft das auch schon mal. So. Ja, die Nachricht jetzt aber mit den Bewohnern, nach wie vor nicht. Also, wie gesagt, wir haben jetzt immerhin hier die große Halle. Und irgendwie muss das jetzt möglich sein, dass wir die Leute upgraden. Aber ob das jetzt ein getimtes Ereignis ist oder so, das weiß ich leider nicht. Das müssen wir mal eruieren. So, hier werden... Ach, hier ist jetzt das Lager. Man kann jetzt auch sehen, was hier gelagert wird, oder? Cool. Werkzeuge werden hier gelagert. Man sieht, was man eingelagert hat. Boah, wie cool. Holzbretter, Werkzeuge und diese Steine hier. Ja, das ist ja fantastisch. Toll. Okay, ich würde sagen, ich mache jetzt auch erstmal hier die Folge endlich mal zu Ende. Während sich hier schon Leute verabschieden. Ich wünsche Kutulinchen eine geruhsame, schaurige Nacht. Das widerspricht sich eigentlich. Und wir sehen uns bestimmt bald wieder beim nächsten Stream oder so. Mach's gut, ciao, ciao. So, und das wünsche ich auch euch, liebe YouTube-Zuschauer. Vielen Dank fürs Zusehen und beim nächsten Mal werden wir dann hoffentlich bald auch mal Dorfbewohner wieder aufwerten können. Bis dahin, macht's gut, euer Tasnor sagt ciao, ciao.